ablenken oder zum Mitdenken erziehen und dann noch einmal die kurze Diagonale, den blauen. Jetzt gehen wir weiter nach innen. Nee, doch, nehmen wir die beiden Steilsprünge. Der Ochser, wenn ich den höher mache, der geht zu sehr in die Ecke. Das muss ja nicht sein. Hinten machen wir mal drei. So, ich meine, in der Gymnastikreihe. No, ist okay. Nee. Gut. In der Gymnastikreihe, meine ich, ist das schon ein ganz schöner Ochser. Aber wie der Name, ich sagte das vorhin, wir wollen unsere Pferde gymnastizieren. Und wir sind ja im Training, sind auch gar nicht böse, wenn ein Pferd mal einen rausschießt. Dann wissen sie wieder, dass es auch eventuell mal wehtun könnte. Dann wiederholen wir es ja im Training. Aber wir sehen es ja gleich. So, erste bitte kommen. Nochmal durchparieren. Zügel nachfassen, schön im Trab hin, dann hast du auch noch Zeit zum Abklopfen. Ne? So, Trab an. Nochmal durchparieren. Komm, wie ich sagte doch gerade, wir sind doch im Training. Und das ist ja schon ein Kunststück. Kann ja mal sein, dass du auch mal eine Dressur reitest. Und nur die Sporen rein und den Galopp. Könnte ich vielleicht auch. Aber dass er es antrabt und ich nehme die Zeit und klopfe ihn nochmal ab, bedanke mich bei ihm und es kostet nichts, ich hatte es vorhin gesagt. Ne? Und dann da oben vielleicht angaloppieren. Aber nicht hier Sporen rein, aus dem Schritt angaloppieren, gar kein Kunststück. Sondern wir wollen das so ein bisschen machen, was eventuell, siehst du, super. So, da oben ein bisschen aufpassen. Einmal einen großen Zirkel, hier die Volte nicht vergessen. Immer flach, ohne Sporen, immer schön flachen Schenkel. Sie kommen, wenn Sie da so rübergehen würden. Okay, gut. Genug für heute. Nächste bitte. Gut.
Thank you.